Kinder Sommer übers Land, geh mal Fee auf den Berg und schauen ins Tal. Schauen einfach hoi, lassen alles stehen. Und was man immer brauchen, einfach gehen. Steh mal an am Gipfel oben, da gibt's nichts mehr zu verstecken zwischen uns. Nichts mehr zu liegen, nichts mehr aufzuschieben. So wie wir uns jetzt gegenüber stehen. Jo, 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 lala, jo. Zu Beginn eines Takedina-Workshops werden Sie eingeladen, sich hinzulegen oder sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, in die Welt des Lauschens und der Musik einzutauchen, zuhören, entspannen, loslassen, einfach in die Stille kommen, in der Stille sein. Anschließend wird Ihnen erklärt, was Sie auf dieser Musikreise lernen können, was Sie erfahren und erleben, womit Sie vielleicht auch konfrontiert werden. Sie werden in die rhythmische Gleichzeitigkeit eingeführt mit unterschiedlichen Bewegungen der Stimme und des Körpers, wo Sie gleich ausprobieren können, wie Sie umgehen, wenn Sie unterfordert sind oder überfordert sind mit mehreren Bewegungen gleichzeitig. Oder wir könnten probieren, einen Kreis zeichnen und kommen damit in zwei unterschiedliche Bewegungen, sozusagen in die rhythmische Gleichzeitigkeit von einer zeichnenden Bewegung oder einer strukturierten Bewegung, auch das Schlaufe zum Beispiel kann man zum Ausprobieren dann werden Sie in ein gesprochenes Rhythmus-Mantra, das heißt, es ist einfach ein gesprochener Rhythmus mit Rhythmus-Silben, die keine Bedeutung haben, geführt. Und damit werden dann Bewegungen in den Schritten und den Händen aufgebaut. Gleichzeitig beginnt da die Trommel den Grundrhythmus, das heißt, es ist meistens der Rhythmus der Schritte zu spielen und mit diesem Rhythmus der Trommel können Sie sich jederzeit und immer synchronisieren. Und dann der Schritt, der mit dem Gang verbunden ist, etwas von vorne zu setzen. Gang, wieder in den Dreieck-Schritt kommen, bevor wir dann Silben. Während dem Aufbau der Schritte werden bereits Unabhängigkeitsspiele eingebaut, wo die Bewegungen der Schritte wieder konfrontiert werden, wo ich auf der Ebene der Hände oder der Stimme wieder ganz was anderes mache, sodass ich aus dem Rhythmus rausfalle und auch mich über dieses Sprechen des Rhythmus-Mantras wieder im Rhythmus einfinden kann. Wenn dann Schritte und Klatscher aufgebaut sind, kommt die Leiterin mit einem Instrument in die Mitte und beginnt mit einem Call-Response-Gesang. Das
sie singt entweder diesen Grundrhythmus vor, dieses Rhythmus-Mantra, das bereits am Anfang gesprochen wurde, oder sie geht in andere rhythmische Ebenen und singt konfrontierende, kontrastierende Gesänge oder auch bestimmte Punkte oder Motive an, die dann wiederum die Bewegungen wieder durcheinander bringen können. Es ist jedoch jederzeit möglich, einfach beim Rhythmus-Mantra zu bleiben, sich am Rhythmus der Trommel zu orientieren, auch sich zwischendurch hinzulegen und nur zu lauschen und zuzuhören, den verschiedenen rhythmischen Ebenen, die man da kennenlernt, in die man da eintauchen kann, und im persönlichen Zeitmaß zu bleiben und dann auch wieder sich herausfordern lassen mit etwas, was vielleicht noch nicht geht oder wo man dann wieder rausfällt. Das Rausfallen aus dem Rhythmus und wieder zurückkehren in den Rhythmus führt früher oder später zu einem Loslassen von Kontrolle. Und es ermöglicht uns die Aktivierung verschiedener Bewusstseinsebenen gleichzeitig, wodurch wir rhythmische Orientierung auf einer tieferen Ebene entwickeln können. Dabei begegnen wir auch unterschiedlichen Verhaltensmustern, Konditionierungen. Da geht es ums eigene Zugestehen des eigenen Lerntempos. Dann auch, wie gehe ich mit Turbulenzen um? Wie gehe ich um, wenn etwas nicht gleich funktioniert? Gerate ich in einen Ärger oder begegne ich dem Ganzen gelassen? Da geht es auch darum, wie kann ich mich einer tragenden Kraft des Rhythmus von einer Trommel, von einer Gruppe auch anvertrauen und kann mit allen Sinnen die Musik genießen. Zum Schluss führt die Leiterin die Gruppe wieder in die Stille zurück und ein circa 10-minütiges Nachspüren am Boden liegen, sich selber wahrnehmen, folgt darauf, wo sich das Erlebte und die Bewegungen im Körper und im Nervensystem auch noch einmal ganz anders verankern können. Danach folgt noch eine gemeinsame Reflexion, was erlebt worden ist, was erfahren worden ist. Auch Zeit für Fragen ist da möglich. Confianza.